willkommen zu Ramstedt TV Sommer Holiday Tour. Mein Name ist Emily und ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Freizeitschwimmbad Azur. Ja, liebe Ramstedt TV Zuschauer, willkommen zur 18. und letzten Ausgabe der Sommer Holiday Tour. Meine bezaubernde Moderatorin Emily wird diesmal für mich übernehmen. Deine Ansage, Emily. Was es hier alles zu erleben gibt und wie das Azur Freibad sein 25. Geburtstag mit den Leuten feiert, das zeigen wir euch jetzt. Auf geht's! So schaut es aus. Während im Außenbereich alles Nötige vorbereitet wurde für die zahlreichen Badefreunde, begrüßte unser Stadt- und Verbandsbürgermeister Ralf Hechler in der Schwimmhalle alle anwesenden Badegäste und stimmte zusammen mit dem ersten Beigeordneten Markus Klein auf einen schönen 25. Geburtstag ein. Dann ging es auch schon los mit dem Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Wassergymnastik und Aquajogging waren angesagt. Etwas Gutes tun für seinen Körper und gleichzeitig viel Spaß und Freude an der Sache haben, so soll es sein. Mit vielen unterschiedlichen kreativen Wasserübungen war so für jeden etwas dabei. Da hätte ich auch gerne mal mitgemacht. Im Azur Freizeitbad kann man bekanntlich nicht nur schwimmen oder in die Sauna gehen, sondern auch zahlreiche Kurse besuchen, wie zum Beispiel Aquacycling, welches besonders gut als Herz-Kreislauf-Training, Gewichtsreduktion, Muskelaufbau und Ausdauer geeignet ist. Nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Babys und Kinder gibt es Schwimmkurse für zum Beispiel das Angewöhnen an das Wasser oder die Fitness. Sehr empfehlenswert. Die Rutsche darf natürlich in keinem Schwimmbad fehlen, da werden auch bei mir Kindheitserinnerungen wieder wach. Für gute musikalische Unterhaltung sorgte den ganzen Tag über die Band The Smoking Scarecrows. So, nun aber mal raus ins Freie, auch wenn uns nicht das allerbeste Badewetter bescherte, Spaß hatten wir trotzdem jede Menge. Emily, du bist wieder an der Reihe. Jetzt stehen wir hier bei der Rutsche und da frage ich doch gleich mal dieses Mädchen hier, was ihr denn am besten gefällt. Was gefällt dir besonders immer zu? Mir gefällt die Rutsche am besten. Also mir gefällt eigentlich alles hier, die Rutschen, das Sprungbrett. Ich finde es einfach schön, dass hier nicht so viele Leute und alles sind. Es ist jetzt nicht so wie in so einer Großstadt wirklich. Die Rutschen und Springturm. Mir gefällt am besten das Sprungbrett. Mir gefällt es besonders gut, dass hier ein Hallenbad ist und ein Außenbad, dass man halt immer reingehen kann, da gleich wieder rausgehen kann, um sich abzukühlen oder so. Hier die Rutschen und der Sprungturm sind eben nicht zu toppen. Ob aus einem Meter, zwei Metern oder gar aus fünf Metern, jeder hatte viel Spaß beim kreativen Absprung ins kühle Wasser. So ihr Lieben, der Sommer ist inzwischen ja vorbei und das Außengelände des Azur ist inzwischen auch wieder in seiner Winterpause. Daher würde ich mal sagen, Emily, kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wie fandest du es eigentlich? Sehr schön. Ja, in diesem Schwimmbad kann man sehr viel Spaß haben. Ja, mir hat auch alles sehr gut gefallen. Es gibt viel, wo man machen kann und ich fand alles super. Tja, liebe Ramstedt-Zuschauer, so sieht's aus. Also, danke sehr. Ja, wie ihr seht, ich habe zwei tolle Moderatorinnen gehabt. Und wenn ihr mal selbst mal mitmachen wollt, meldet euch einfach bei Ramstedt TV. Wir sind zu finden auf Facebook, auf YouTube oder kommt einfach mal beim Jugendbüro vorbei. Die werden euch auch weiterhelfen. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, gehen wir noch eine Runde schwimmen? Ja. Gut, auch mal ab. Ja, ihr Lieben, das war's von mir mit der Sommer Holiday Tour 2016. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.